Sind die Einstufungen von dem großen Gelehrten Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala vertrauenswürdig? Natürlich. Die Einstufungen von ihm sind vertrauenswürdig. Und dieses bezeugen die Gelehrten, nicht Abu'l-Bara. Dieses bezeugen die Gelehrten. Ich meine, die Gelehrten, die mehr Anrecht haben, dieses zu beurteilen, wie zum Beispiel Sheikh Muqbil ibn Hadi, rahimahullah ta'ala, einer der großen Hadith-Gelehrten aus Jemen. Er sagte, wir haben damals Hadithe als schwach gesehen, während wir uns gefragt haben, warum Sheikh al-Albani sie als sahih klassifiziert hat, bis wir nach Tagen unsere Meinung geändert haben nach der Ansicht von Sheikh al-Albani. Die großen Hadith-Gelehrten haben Sheikh al-Albani bestätigt. Aber die kleinen Kinder heutzutage, die weder von Alif noch von Ya, von der Religion, eine Ahnung haben, reden schlecht über Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala. Viele Hadith-Gelehrten waren in seiner Zeit. Das heißt, dieser Sheikh wurde bestätigt. Deswegen ist es so, liebe Geschwister, er war vertrauenswürdig. War er ma'sum, fehlerfrei? Wer sagt so etwas über einen Gelehrten? Sogar im Buch von Sahih al-Bukhari gab es Hadith-Gelehrten, die gesagt haben, an dieser Stelle und an dieser Stelle und an dieser Stelle. Subhanallah, wenn das im Werk von al-Bukhari war, dann werden keine Leute Sheikh al-Albani kritisieren. Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, hat im Großen und Ganzen die Einstufung so gemacht, dass er auch natürlich dabei die Ansichten der früheren Gelehrten berücksichtigt hat. Und man kann als Anfänger, wenn man nicht viel Ahnung hat von der Religion, seine Einstufung nehmen. Aber wer jetzt Wissen hat, tiefgründiges Wissen in der Hadith-Lehre, so schaut er natürlich auf die früheren Hadith-Gelehrten, was sie gesagt haben, zum Beispiel Imam al-Bukhari, zum Beispiel Imam Muslim, zum Beispiel Abdullah ibn al-Mubarak, zum Beispiel Yahya ibn Ma'in, zum Beispiel ad-Daraqutni, zum Beispiel Abu Zur'a und so weiter und so fort. Viele Hadith-Gelehrten, dann schaut er nach, wenn er das nötige Wissen hat. Aber wenn er nicht das nötige Wissen hat, dann vertraut er auf die Einstufung von Imam al-Albani, rahimullah ta'ala. Und liebe Geschwister, in der ganzen Geschichte war es so, die Gelehrten haben immer einander geantwortet. Und das ist kein Problem. Aber wenn wir wissen, dass ein Gelehrter mehr Gutes zum Vorschein gebracht hat als Schlechtes, das bedeutet, seine Fehler waren nicht im selben Ausmaß wie sein Gutes, dann wie kann man über so einen Gelehrten schlecht reden? Das macht nur einer, der Krankheit im Herzen hat. Viele Fuqaha auch, die berufen sich alle auf die Einstufung von Imam al-Albani, rahimullah ta'ala. Wo ist das Problem? Und natürlich hat er in manchen Sachen Ijtihad gehabt. Und er darf Ijtihad machen. Wer in der Lage ist, Ijtihad zu machen, so darf er Ijtihad machen. Wobei er natürlich die Ansichten der früheren Gelehrten berücksichtigt hat. Kein Problem. Aber einer, der keine Ahnung hat von der Religion, der kann kein Ijtihad machen. Und so sagen wir, die Einstufung von Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, sind natürlich vertrauenswürdig. Er hat natürlich auch seine Sachen gehabt, wo die Gelehrten ihm widersprochen haben und mit Recht auch, aber kein Problem. Im Allgemeinen hat er aber eine wunderbare Arbeit geleistet, eine Arbeit, die solide ist, fundamental ist und wo viele Fuqaha davon profitiert haben. Wallahu ta'ala ala wa alam. Na. Und ich kenne auch selber die Hadith-Gelehrten, wie sie in besten Tönen über Sheikh al-Albani reden. Wenn sie auch nicht mit jedem Hadith übereinstimmen, müssen sie auch nicht. Ich meine, subhanallah, Imam Ahmad, Imam Shafi'i haben unterschiedliche Ansichten gehabt. Imam Ahmad war der Schüler von Imam Shafi'i. Imam Shafi'i hat die Ansicht vertreten, derjenige, der nicht betet, ist kein Kafir. Imam Ahmad hat die Ansicht vertreten, derjenige, der nicht betet, ist Kafir. Haben sie sich deswegen die Köpfe abgerissen? Sollten wir das machen? Aber manche Leute können leider nicht mit Meinungsunterschieden umgehen. Und sowieso bei Sheikh al-Albani haben sie sowieso einen besonderen Groll. Erstmal hieß es, ja, Sheikh al-Albani ist nur versiert in Hadith-Lehre, nicht aber im Fiqh. So, zweite Stufe. Ja, auch im Fiqh war er nicht so besonders. Deswegen können wir nur gucken auf das, was Hadith-Lehre ist. Aber auch in der Hadith-Lehre hat er Vernachlässigung gehabt bei der Einstufung. Zum Schluss wollen Sie was über Sheikh al-Albani sagen? Er hat keinen Wert. Und wir sagen Ihnen, nein, Sheikh al-Albani hat seinen Wert. Ihr aber seid wertlos. Bei Allah, ihr seid wertlos und nicht Sheikh al-Albani. Möge Allah azza wa jalla barmherzig sein mit diesem großartigen Gelehrten. Nein.